Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Es ist Donnerstag und es ist wieder Challenge Time. Bevor ich anfange, ist euch was aufgefallen? Ich habe es tatsächlich geschafft, meine Intro-Musik leiser zu stellen, weil ich nicht mehr möchte, dass irgendjemand hier rückwärts vom Stuhl fällt. So, die Challenge für diese Woche hieß, so viele Holzteilchen wie möglich zu verbasteln. Ich habe die hier natürlich nicht genommen, weil das die neuen sind. Ich hatte euch gezeigt, dass ich so Schublädchen habe. Und das ist davon übrig. Also ich habe hier die kleine, da sind nur noch so ein paar Weihnachtssachen drin. Und das sind jetzt quasi die Restholzteile, die ich noch habe. Da sind ein paar Sachen dabei, die ich nicht verbasteln wollte, wie jetzt hier diese Herzchen, weil ich finde, dass man damit schön was machen kann bei einem Hochzeitsalbum. Von den Füchschen hier hatte ich super viele. Hier so also Marienkäfer, Glückskäfer kann man immer gebrauchen. Und auch hier so eine Katze. Das waren so Einzelteile, die ich noch hatte und die ich nicht verbasteln wollte. Oder auch hier diese Fische. Weil ich finde gerade diese und auch hier die eignen sich super gut, wenn mal was wie Kommunion, Konfirmation ansteht. Um euch das, bevor ich euch jetzt zeige, was ich gemacht habe, mal Zahlen zu nennen. Ich habe gezählt. Ich habe 123 Holzteile verbastelt. 123. So. Und ich zeige euch mal, was daraus geworden ist. Ich habe 13 Karten gemacht. Wir fangen mal an. Einmal diese hier. Ich habe natürlich auch noch andere Sachen verwendet. Das waren so einzelne Stanzteile, die ich noch übrig hatte. Und ich habe noch viele Perlensticker und alles, was so angefangen war, mit da reingenommen in die Challenge, um mal wieder so ein bisschen Überblick zu kriegen, was ich noch habe. Und so einzelne Teile, bevor die irgendwie untergehen, dann noch zu verbasteln. Also diese. Dann diese. Finde ich auch sehr süß. Diese hier ist dann so ähnlich. Dann diese mit den Vögelchen. Ich auch sehr süß. Dann diese hier. Diese. Diese. Und diese hier. Diese, die mit den Füchschen, diese und diese, 13 Karten und ich habe 7 Pocket Letter gemacht. Die zeige ich euch jetzt mal nacheinander. Einmal diesen hier. Dann der zweite ist dieser. Dieser. Und dann mal was Maritimes. Und wieder sehr viel mit Blümchen und Vögelchen. Und mit einem Waschbär, ne? Der durfte nicht fehlen. Dieses. Und zum Schluss dieser hier. So. Also ich würde sagen, ne? Die Challenge erfolgreich gelöst. Ich habe 123 Holzteilchen verbastelt. Ja, das danke ich eigentlich einer bestimmten Serie. Ich habe wieder mal Pretty Little Liars geguckt an meinem Laptop und habe dabei gebastelt. Und es war so spannend, dass ich anscheinend irgendwie manchmal mehr gebastelt habe, als ich eigentlich vorhatte. Wenn ihr jetzt Bock habt und mit mir mal so einen Pocket Letter Tausch zum Beispiel machen möchtet. Ich habe jetzt natürlich hier diese 7 Pocket Letter. Was soll ich damit machen? Ich würde die gerne vertauschen. Das heißt, ich zeige euch die jetzt nochmal nacheinander, sage euch dazu Nummern und wenn ihr, also wenn ihr jetzt so spontan sagt, boah, der gefällt mir super gut, ich würde gerne was mit dir tauschen,
Dann könnt ihr euch gerne bei mir per E-Mail melden. Die E-Mail findet ihr immer unten in der Infobox. Ich klebe da jetzt gleich auch Nummern drauf. Das heißt, ihr müsst mir den nicht beschreiben, sondern mir quasi die Nummer sagen von dem Pocket Letter, der euch gefällt. Sollten sich jetzt natürlich mehrere melden, ist derjenige, der mir zuerst für diesen einen Pocket Letter geschrieben hat, auch dran. Also ist ja irgendwie logisch. Und wir machen das jetzt in umgekehrter Reihenfolge wie gerade. Das hier ist jetzt Nummer 1. Das ist alles in Brauntönen. Mit Herbst, ja, Waldtieren und so weiter. Nummer 1. Nummer 2 ist dieser hier. Ich finde auch das Hintergrundpapier mega schön. Nummer 2. Die Nummer 3 ist der kunterbunte Schmetterling, Blümchen und Vögelchen. Dieser. Dann der Maritime wäre Nummer 4. Der sehr pinke ist dann Nummer 5. So, dann der etwas schlichtere ist Nummer 6. Und dieser hier ist Nummer 7. So. Also, wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch. Ich tausche super gerne mit euch Pocketlettern. Ich liebe es auch, Pocketletter zu bekommen. Und ich bin schon ganz gespannt darauf, mir gleich das erste Video noch anzugucken, was heute zur Challenge hochgeladen wurde. Da bin ich nämlich leider noch nicht zu gekommen. Aber bevor es natürlich soweit ist, werde ich euch die Challenge für nächste Woche mitteilen. Und zwar von so vielen gewünscht, und das hat wirklich diesmal jeder. Restpapier. Ich zeige euch mal meine Kiste. So, das ist meine Restpapierkiste. Da sind nicht nur so Reststücke drin, sondern auch einzelne Papiere, die ich mal irgendwie geschickt bekommen habe oder von denen ich wirklich auch nur eins habe. Das ist für mich so Restpapier, weil ich davon nicht mehrere Blätter habe und die nicht in einem Block sind, so ungefähr. Hier sind noch so drei Blätter, die mal in so einem zwei Blätter. Die mal in so einem Lux Paper Block waren. Hier haben wir dann wieder so kleine Sachen. Also ich habe ziemlich viel Papier. Hier sind diese ganzen losen Blätter, so Origami-Papier. Irgendwelche Sachen, die ich aus einem Kalender ausgeschnitten habe, wo ich dachte, das kann man mal benutzen. Das sind so aus so Buchseiten. Da fand ich die Bilder so schön. Und hier so, gab es auch mal beim Action. Die sind so etwas dünner und haben so geprägtes, glänzendes. Ja, das sind auf jeden Fall hier meine Restpapiere. Also was ich so Restpapier nenne, das hier hinten, das ist alles, gehört nicht dazu. Auf jeden Fall möchte ich daraus was machen. Also ich möchte wieder möglichst viel davon benutzen und verbrauchen. Und ich bin gespannt, was bei euch da wieder so bei rumkommt. Ich finde es immer super schön, eure Ergebnisse zu sehen. Dafür mache ich ja auch den Rückblick, damit andere das auch sehen können und nochmal so einen kurzen Überblick haben, was man alles mit so einem bestimmten Material werkeln kann. Einfach, um mal verschiedene Ideen zu sehen. Jeder hat ja auch seinen eigenen Stil. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir wieder ganz viele Fotos von euren gebastelten Sachen schickt. Wie gesagt, bis nächste Woche Mittwoch 18 Uhr habt ihr dazu Zeit. Bitte, ich sage es nochmal per E-Mail. Nicht über Instagram, nicht über Facebook, sondern bitte per E-Mail an mich, weil ich drehe hier ein 10-Minuten-Video und bin nachher ungefähr eine halbe Stunde damit beschäftigt, eure Fotos überall rauszusuchen, die zurechtzuschneiden und zu machen und zu tun. Also bitte. Schickt mir die per E-Mail. Wenn ich mache das jetzt wirklich so, dass wer mir das nicht per E-Mail schickt, dessen Bild wird halt dann auch nicht gezeigt. Und ja, ich kann es nur nochmal sagen, wer sich nicht dran hält, der wird dann auch in der Vorschau nicht gezeigt, weil ich sage es nochmal, es ist Werbung für eure Kanäle. Ich mache diese Vorschau, weil jemand gesagt hat, es wäre eine gute Idee. Aber ich kriege sowieso ziemlich wenig Bilder geschickt und ich weiß nicht, ob das dann noch so weiter gemacht wird. Ich lasse mich mal überraschen. Wenn es weiterhin abnimmt, dann gibt es keine Vorschau mehr.
Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Tutorial. Und zwar sehen wir uns dann nächste Woche Dienstag zu einem Tutorial, wie ich hier diese tollen Travelers Notebooks Midori Style Notizbücher mache. Ich habe euch gefilmt. Es ist ein kleines Chaos-Video geworden, weil ich ein bisschen was kaputt gemacht habe von meinem Werkzeug. Lasst euch überraschen, schaltet am Dienstag wieder ein. Bastelt schön was mit eurem Restpapier. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und schon mal ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.